Libanons designierter Premierminister Mustafa Adib ist mit dem Versuch gescheitert, in dem von einer schweren Wirtschaftskrise geplagten Land eine neue Regierung zu bilden. Er hat Präsident Michel Aoun bei einem Treffen im Präsidialpalast den Auftrag für die Bildung eines Kabinetts zurückgegeben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich die Regierungsbildung fortgesetzt habe. Ich wünsche demjenigen, der nach mir für diese schwierige Aufgabe ausgewählt wird, viel Glück bei der Bewältigung der Gefahren, denen unser Land und unsere Wirtschaft ausgesetzt ist. Grund für den Rücktritt Adibs sind unüberwindbare Hindernisse bei der Regierungsbildung. Frankreich will dem Land dringend benötigte Hilfe geben, fordert im Gegenzug aber weitreichende Reformen, etwa im Kampf gegen die Korruption. Präsident Emmanuel Macron hat die Hilfe an eine schnelle Regierungsbildung geknüpft und den libanesischen Parteien am 1. September eine 15-tägige Frist dafür gesetzt, die bereits verlängert werden musste.